Die Römerkampagne beginnt mit den letzten Tagen eines Krieges mit den Trojanern. Einem Krieg, den wir gewinnen. Unsere Truppen haben aber bereits das nächste Ziel vor Augen, daher ist die Eroberung der trojanischen Siedlung in dieser Mission nur Mittel zum Zweck. Unsere eigentliche Aufgabe ist es, 4 Fähren sowie 3 Kriegsschiffe zu bauen und die Fähren mit Soldaten unserer Wahl zu füllen. Die trojanische Siedlung beginnt gut ausgebaut und dadurch auch mit knapp 110% Kampfkraft. Sie wird auch soweit möglich expandieren, eure Grenzen müssen also durch Türme geschützt werden. Die Siedlung enthält auch 2 Buchten, eine im Norden und eine im Süden. Die nördliche Bucht ist in meiner Erfahrung aber besser geeignet, da die südliche erst noch aufgeräumt werden muss, bevor ihr dort eigene Werften errichten könnt. Im Westen eurer Siedlung findet ihr einen Berg mit einer Mischung aus Gold, Stein und Kohle. Das ist auch erstmal der einzige Ort, wo ihr Gold bekommen werdet. Zusätzliche Kohle und Stein findet ihr bei Bedarf im südlichen Berg. Im nördlichen Berg findet ihr Kohle und Eisen. Der nordöstliche Berg ist fast ausschließlich mit Stein gefüllt. Und der östliche Berg enthält eine Goldader, die sich aber auf der falschen Seite der Grenze befindet. Sobald ihr in die Offensive geht, sollte sie euer erstes Ziel sein. Diese Mission ist jetzt nicht schwer, aber lasst euch auch nicht dazu verleiten, sie auf die leichte Schulter zu nehmen. Zieht zunächst alle eure Soldaten zurück. Das erfordert vielleicht ein paar Anläufe, aber ihr müsst verhindern, dass ein Turm den Besitzer wechselt. Eure Siedlung hat bereits das Nötigste von allem, aber werdet auf jeden Fall 2 weitere Getreidefarmen, eine weitere Bäckerei und mindestens eine weitere Goldschmelze benötigen. Verteilt auch einige Holzfäller, um die ganzen Bäume in eurer Siedlung loszuwerden. Wichtig ist aber vor allem, dass ihr eure Verteidigung nicht vernachlässigt. Die Trojaner sind defensiv eingestellt, solange also keiner ihrer Türme erobert wird, sollten ihre Angriffe unfokussiert und überschaubar bleiben. Sobald ihr aber einen ihrer Türme erobert oder einen eurer eigenen zurückerobern müsst, werden sie euch mit allem angreifen, was sie haben. Eure kleinen Türme an der Grenze sind daher langfristig eine Gefahr und sollten unbedingt durch große Türme ersetzt werden. Mindestens 2, wenn nicht sogar 3 an jedem Eingang zu eurer Siedlung. Hier hat meine eigene Nachlässigkeit mich fast die Runde gekostet. Macht nicht den gleichen Fehler. Ihr startet auch schon mit einigen Zielobjekten, zumindest das erste Set solltet ihr also noch vervollständigen, bevor ihr angreift. Sobald ihr angreift, gibt es kein Zurück mehr, also seid euch sicher, dass ihr die Oberhand haben werdet. Erobert eine der Buchten und baut zunächst die Fähren. Wenn diese beladen sind, genügt es bereits, wenn ihr den Bau der Kriegsschiffe beginnt, um die Mission erfolgreich zu beenden. Für Mission 2 haben sich die Entwickler entschieden, dass es Zeit für eine Stealth-Mission ist. Klingt erstmal schlimm, ist aber tatsächlich völlig machbar. Deshalb werde ich zunächst nur ein paar Grundregeln klarstellen, die das Spiel leider nicht so deutlich macht, damit ihr trotzdem noch die Chance habt, die Mission spoilerfrei zu spielen. Wer will, kann aber danach noch meinen Pfad sehen und auch eine Easy-Mode-Variante. Unser Ziel ist es, 2 Fähren der Trojaner und Wikinger zu erreichen, mit einem Katapult auf 50% Gesundheit zu bringen und dann jeweils einen unserer Diebe einzuschleusen. Die Zielfähren befinden sich westlich dieser verbündeten Fähre. Der Seeweg wird aber durch eine kombinierte Kriegsflotte der Wikinger und Trojaner blockiert, wir müssen also ihre Siedlungen durchqueren. Noch dazu dürfen wir nur 2-mal von ihren Schiffen oder Türmen entdeckt werden und haben nur eine Stunde Zeit. Das klingt erstmal ziemlich heftig, schließlich kann man selbst mit Diebengegner oft erst dann sehen, wenn es bereits zu spät ist. Tatsächlich können sich Diebe aber den Türmen, sogar den mit Bogenschützen besetzten, gefahrlos nähern. Ihr könnt also eine Route auskundschaften. In den Siedlungen laufen auch keinerlei Soldaten rum. Selbst die Aussichtstürme in der Landezone sind eigentlich nur Show. Die einzige Schwierigkeit liegt darin, euer Katapult dadurch zu navigieren. Meine Route ist relativ simpel. Holt eines eurer Katapulte auf die Startinsel und beladet es. Baut außerdem ein kleines Wohnhaus, damit ihr mit einer Fähre voll mit Dieben arbeiten könnt. In der Zwischenzeit bringt ihr eure Startschwertkämpfer auf die Zielinsel und erobert den Turm der Wikinger auf der linken Seite. Das müsst ihr streng genommen nicht tun und zählt auch als Entdeckung, ist aber durchaus von den Entwicklern so vorgesehen. Ihr könntet sogar beide Türme in der Region einnehmen. Danach bewegt ihr euch an der linken Küste entlang durch die Trojaner-Siedlung. Die Türme am Rand sind nicht mit Bogenschützen besetzt, das macht aber für die Entdeckung keinen Unterschied. Folgt mit eurem Katapult und mindestens 2 Dieben dem Trampelpfad. Wenn er sich gabelt, folgt der Option, die euch durch Niemandsland führt. Orientiert euch dann an der Küste und den erkennbaren Straßen, um zur Zielbucht zu gelangen. Es gibt aber auch mindestens eine Stelle im Norden, wo wir uns trotz der Felsen mit einer Fähre der Küste nähern und unsere Einheiten abladen können. Möglicherweise wurde das sogar vom Blue Byte absichtlich versteckt. Jedenfalls sparen wir uns so fast jeden möglichen Feindkontakt. Am Ziel angekommen solltet ihr darauf achten, dass immer nur ein Dieb an jeder Fähre steht, sonst kann es passieren, dass das Crypt-Event für die Fähren mehr als einen Dieb schluckt. 6 Schüsse sind nötig, damit die Diebe die Fähren betreten können. Natürlich befindet sich euer Dieb dann nicht wirklich auf der Fähre, was das Spiel angeht, hat er sich versehentlich 3 Schüsse in den Hinterkopf verpasst. Aber sobald ihr das mit beiden Schiffen gemacht habt, seid ihr auch schon fertig. An sich eine recht ruhige Mission, wäre nur schön gewesen, wenn die Regeln auch vom Spiel klar präsentiert würden. Mission 3 betraut uns mit der Aufgabe, Wasser zu schöpfen. An sich wäre das keine große Sache, schließlich gibt es Wasser überall. Außer natürlich auf dieser Karte, hier gibt es nämlich nur auf einer Insel Flüsse und die gehören schon jemandem. Genauer gesagt, dem Bewohner dieses Schlosses hier. Sobald ihr ihn gefunden habt, sollt ihr 128 Goldbarren sammeln und zu 2 markierten Orten bringen. Auf dieser Insel gibt es aber keinerlei Bodenschätze, wir müssen also mit mehreren Inseln arbeiten.
Auf der östlichen Insel gibt es tatsächlich alles, was wir benötigen würden. An sich wäre das hier also eine ganz entspannte Siedelmission. Nur, dass sie anscheinend auch das nicht sein möchte, denn auf der Insel im Südwesten liegt einfach mehr als genug Gold rum. Unsere Aufgabe beginnt und endet also damit, dieses Gold zu transportieren. Sobald der Hüter des Wassers bezahlt wurde, bekommen wir etwas Land, wo wir direkt 2 Lager und 4 Wasserwerke errichten können. Dann dauert es auch nur noch ein paar Minuten, bis wir gewonnen haben. Diese Mission ist aber leider Teil eines Trends zu sehr schizophrenem Missionsdesign in diesem Add-on. Sogar so sehr, dass ich das Skript geprüft habe, um nachzusehen, ob die Goldbarren auf der südwestlichen Insel nicht ein Rest aus der Testphase der Karte sind. Sind sie aber nicht, und ohne sie hätte diese Insel auch keine Existenzberechtigung. Wir haben hier also eine Siedelmission, die man nur verlieren kann, wenn man versucht, ohne das Gold Wasser zu schöpfen. Was okay ist, aber dann verstehe ich nicht, wieso man den Aufbauteil auch optional macht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, diese Map stammt von einem zukünftigen Siedler 2022 Entwickler. Erinnert ihr euch an die Flotte, die wir in der letzten Mission nicht verlieren durften? Nun, die haben wir verloren, also müssen wir eine Flotte stehlen. Zum Glück sind wir schon mit einigen Dieben vor Ort, aber zuerst muss einer davon es zurück zum Startturm schaffen, um Bescheid zu sagen, dass es eine Flotte gibt, sonst wäre es ja zu einfach. Es ist also Zeit für eine weitere Infiltration. Wir starten mit 8 Dieben, bewegt diese an der südlichen Küste entlang, lasst aber einen Dieb am ersten Schiffswrack zurück, das ihr seht. Sobald ihr die Ecke erreicht habt, speichert ihr und bewegt eure Gruppe über die Landbrücke. Das kann etwas tricky sein, da die KI entweder Schwertkämpfer wie zielsuchende Raketen zu Spezialisten auf ihrem Land schickt oder ihre Soldaten so auf beiden Augen blind sind, dass eure Diebe sie sogar gefahrlos berühren können. Es hilft auch nicht, dass euer Sichtradius so begrenzt ist und es dadurch schwer ist abzuschätzen, wann die Luft rein ist. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, befinden sich nun 7 eurer Diebe auf einer neutralen Insel mit 2 Nahrungslagern. Im Osten befindet sich ein abgetrennter Turm, zu dem immer wieder Soldaten laufen. Achtet insbesondere auf die L3-Schwertkämpfer, die einzeln dorthin laufen. Genau neben dem Gebiet um den abgetrennten Turm ist eine weitere Landbrücke nach Norden, die ihr durchqueren müsst. Das ist nochmal tricky, hier hilft eigentlich nur Timings auswendig lernen. Laut Brainswell sind 6:45 und 12:50 gute Zeitfenster, ich kann aber selbst mit perfekter Sicht nur noch 12:30 ein Zeitfenster bestätigen, in dem sich keine Soldaten in diesem Bereich befinden. Safe Scumming ist hier euer bester Freund. Lasst vielleicht auch ein oder zwei Diebe an den Nahrungslagern zurück, um das Gebiet beobachten zu können. Sobald ihr euren Startturm erreicht, müsstet ihr eigentlich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Zum Glück haben wir aber einen Dieb zurückgelassen, der nur den Weg vom Wrack zur Bucht zurücklegen muss, um die Schiffe dort zu übernehmen. Es ist aber wichtig, dass der Dieb am Schiffswrack und nicht in der Bucht wartet, da die Karte versucht schlauer zu sein als wir und alle Diebe in der Bucht tötet, wenn die anderen Diebe den Startturm erreichen. Mit der übernommenen Flotte können wir die Soldaten auf der nördlichen Insel abholen und zum Startturm bringen. Anschließend machen wir einige Pioniere und bringen sie wieder zur Bucht. Von dort aus müssen sie den Weg, den die Diebe zur Lagerinsel genommen haben, zurücklegen. Das ist diesmal noch etwas schwerer, da Pios Schwertkämpfer ebenso magnetisch anziehen, aber nicht den Sichtradius von Dieben haben. Mit euren Pionieren müsst ihr dann nur noch das Nahrungslager erobern. Wenn da noch alle eure Schiffe beim Startturm sind, habt ihr diese schreckliche Mission auch schon hinter euch. Zum Finale der Römerkampagne kommt doch glatt wieder eine brauchbare Mission. Nachdem es in den letzten Missionen nur um die Regatta zwischen den Völkern ging, sind wir nun im Mayas auf den Fersen, um die Weltwunder zurückzuholen. Welche Weltwunder? Natürlich die, die wir im Laufe der Maya-Kampagne haben mitgehen lassen. Kommt der Kurswechsel in dieser Kampagne ziemlich unnatürlich und plötzlich, nachdem mindestens die letzten 2 Missionen nur stumpfer Füller-Content waren? Ja. Wir haben es mit 3 Siedlungen der Mayas zu tun. Blau dominiert die Mitte, die Burg auf dieser Halbinsel muss erobert oder zerstört werden. Die Heilquelle aus Maya Mission 5 taucht auch wieder auf, spielt aber hier nicht so eine große Rolle. Ihr könnt sie aber abschalten, indem ihr den kleinen Tempel daneben zerstört und selbst nutzen, indem ihr einen eigenen kleinen Tempel dort errichtet, was ganz cool ist. Grün bewacht den Koloss von Rhodos im Nordwesten der Karte, ist aber eigentlich gar nicht handlungsfähig, da ihm die Grundproduktion fehlt und er so auch keine neuen Siedler bekommen kann. Das gleiche gilt für den gelben Spieler, der im Nordosten den Leuchtturm von Alexandria bewacht. Die Weltwunder selbst werden von einer Feuerbarriere geschützt, die bewachenden Türme sind also für Soldaten unerreichbar. Ihr werdet Katapulte benutzen müssen, um die Türme zu zerstören, beachtet aber, dass die Katapulte selbst nicht immun gegen die Feuerwand sind. Im südöstlichen Gebirge findet ihr ein bisschen von allem. Gold findet ihr aber vor allem in diesem Gebirge im Zentrum eurer Halbinsel, sowie an der Grenze zum grünen Spieler. Falls ihr mehr Steine benötigt, könnt ihr euch in diesem Gebirge im Westen bedienen. Grün und Gelb stellen praktisch keine Bedrohung dar, und Blau ist ebenfalls nicht besonders aggressiv, wobei ihr trotzdem auf einen Alibi-Angriff vorbereitet sein solltet. Der grüne Spieler ist ziemlich isoliert und sitzt auf jeder Menge Bodenschätzen, eignet sich also gut als erstes Ziel. Ich würde euch aber empfehlen, eure Kampfkraft zuerst auf 125% zu bringen, denn das ist der KK-Trick für eure Katapulte. Da brauchen sie nur noch 4 statt 5 Treffer pro Turm, was Munition, Gesundheit und vielleicht auch ein paar Nerven spart. Ihr könnt Katapulte übrigens auch an einer Fahrzeugmanufaktur reparieren oder unterwegs von Eseln mit neuer Munition beliefern lassen. Auf eroberten Weltwundern baue ich gerne eine Burg. Das müsst ihr nicht tun, aber es ist eine Art Dominanz zu zeigen. Ansonsten ist Blau euer nächstes Ziel, passt aber auf die Heilquelle auf.
Danach ist Gelb auch kein Problem mehr. Und Gelb für den Schluss aufzusparen hat noch einen Vorteil. Da müsst ihr euch nämlich auch nicht mehr mit den Soldaten, die im Leuchtturm versteckt sind, befassen. Und so findet die Römerkampagne wenigstens noch einen brauchbaren Abschluss, der noch besser wäre, wenn er nicht völlig abgetrennt von den vorherigen 4 Missionen wäre. Die Wikingerkampagne der neuen Welterweiterung beginnt mit einer recht interessanten Mission. Wir starten mit einer kleinen Flotte mitten im Meer und haben den Auftrag, mindestens eines unserer Schiffe in den verbündeten Hafen im Südosten zu bringen. Es gibt mehrere Wege dorthin, aber alle sind von Riffen versperrt. Um sie zu beseitigen, müssen wir verschiedene Nebenquests erfüllen. Insgesamt gibt es 5 davon, aber nicht alle sind erforderlich. Wichtig ist aber, dass mindestens eine Fähre überlebt, damit wir nicht verlieren. Ob eine Fähre oder ein Kriegsschiff das Ziel erreicht, ist aber egal. Auf Normal starten wir mit 60 Mana, 2 Kriegsschiffen und 3 Fähren mit 10 L3 Schwertkämpfern, 5 L3 Bogenschützen, 5 L3 Axtkämpfern, 15 Pionieren und 2 Gründungskarren. Im leichten Modus erhalten wir 2 zusätzliche Fähren mit weiteren 10 L3 Soldaten jedes Typs sowie doppeltes Mana. Unabhängig von der Schwierigkeit haben wir auch 100% Kampfkraft, da diese aber per Skript festgelegt wird, können wir sie nicht weiter erhöhen. Also selbst wenn wir uns entscheiden sollten, eine Siedlung zu bauen, wären Zielobjekte sinnlos. Schickt eure Flotte in Richtung Südosten, bis ihr die erste Abzweigung erreicht. Ihr erkennt sie daran, dass der östliche Part von 2 Kriegsschiffen blockiert wird, die in gewisser Weise die 6. Barriere sind. Hier teilt sich die Karte grob in 2 Pfade: Siedeln oder Militär. Der Siedelpfad führt uns weg von den Kriegsschiffen Richtung Westen. Sobald wir das erste Riff erreichen, treffen wir auf einen Gärtner, der uns bittet, für ihn eine Getreidefarm zu errichten. Das nötige Baumaterial befindet sich in der Nähe, aber auch ein paar feindliche Bogenschützen, die ihr erst eliminieren solltet. Das Material reicht auch für ein Lazarett, falls ihr eure Soldaten danach heilen möchtet. Folgt dem Pfad weiter zur nächsten Abzweigung und fahrt dann nach Osten. Bei den nächsten Riffen findet ihr einen Priester, der euch bittet, ein Warenlager auf der Insel zu erobern. Auch dort stehen feindliche Soldaten, also erst Soldaten und dann Pios hinschicken. Hier könnte man auch gut eine Siedlung errichten, nur Spitzhacken müsst ihr über eine Werkzeugschmiede oder den Geschenkzauber besorgen. Den Priester könnt ihr mitnehmen. Wenn ihr dem Weg weiter folgt, zweigt er sich erneut ab. Im Nordosten bittet euch ein weiterer Priester um Hilfe, um ein gestohlenes Amulett zurückzuholen. Also ein weiterer Fall für eure Soldaten. Dieser Weg verbindet den Siedelpfad mit dem Militärpfad. Ihr landet dann hinter den Kriegsschiffen, die den Weg vorher blockiert haben. Wir ignorieren aber den nordöstlichen Weg und fahren weiter nach Osten. Dort gibt euch noch ein Priester die Aufgabe, 10 Soldaten in einen markierten Kreis im Osten der Insel zu bringen. Hier reicht es, die Soldaten mit Alt in den Kreis zu schicken, der Angstzauber kann aber dabei helfen, dass eure Soldaten nicht draufgehen. Sobald das geschafft ist, steht euch der Weg zum Ziel offen und die Karte ist geschafft. Ja? Keine Ahnung, ist das nicht dein Fachgebiet? Oh, ja, lustiger Witz, bitte lachen. Danke, Sans. Das ist der Weg mit den wenigsten Prüfungen und auf leicht auch gar kein Problem. Bitte? Ja, ich mag die Idee dieser Karte wirklich gerne. Das hat weitaus mehr mit Entdeckung und Abenteuer zu tun als die Wikinger-Kampagne der ersten Mission-CD. Ich finde aber, dass man auf Normal zu sehr in Richtung Siedelpfad gedrängt wird. Würde man zusätzliches Mana für die beiden Quests mit Priestern bekommen oder wären auf einer der ungenutzten Inseln Soldaten versteckt, die man mitnehmen kann, wäre es was anderes. Aber damit fängt die Wikinger-Kampagne schon mal gut an. Die erste Wikinger-Mission der neuen Welterweiterung steht uns auf eine große Bootsfahrt, auf der wir je nach Pfad 1 bis 3 von 5 Nebenquests erfüllen müssen, um Hindernisse zu entfernen. Aber was, wenn ich euch sagen würde, dass ihr diese Mission schaffen könnt, ohne eine einzige Nebenaufgabe zu erledigen? Ihr startet bereits mit allem, was ihr dazu benötigt. Bringt eure Flotte zu der Insel, auf der ihr auch die Getreidefarm für den Gärtner bauen sollt, und entladet eure Fähren. Lasst eure Krieger die feindlichen Soldaten auf der Insel töten und bringt eure Besatzungen nach Südwesten. Dort findet ihr eine schmale Landbrücke, die euch auf eine der anderen Inseln führt. Eure Gründungskarren passen hier nicht durch, aber ihre Rohstoffe können wir trotzdem nutzen. Entpackt die Karren einfach dort und lasst die Pioniere schon mal die Rohstoffe und die Landbrücke einnehmen. Schickt eure Soldaten über die Landbrücke. Ihr befindet euch nun auf der Insel, auf der ihr das Warenlager für den einen Priester erobern sollt. Auch hier müsst ihr die Soldaten besiegen. Während eure Pioniere das Lager und die Umgebung weiter erobern, lasst eure Soldaten die übrige Insel erkunden und von Feinden säubern. Insbesondere an den Küsten im Norden stehen gerne Bogenschützen, an die ich die Hälfte meiner Pioniere verloren habe.
Wie auch im Missionsguide erwähnt, fehlen euch Spitzhacken, ihr habt aber alles, was ihr braucht, um ein Sägewerk, einen ersten Holzfäller und eine Werkzeugschmiede zu bauen. Ein Wohnhaus hilft auch, damit ihr Träger habt. Expandiert nun, ob mit Pionieren oder mit Türmen, in Richtung Osten. Folgt dem Pfad auf die nordöstliche Halbinsel und fällt dort so lange mit Holzfällern Bäume, bis ihr eine Werft errichten könnt. Dann baut ihr eine Fähre und bringt sie in den Zielhafen. Es hat ja niemand gesagt, dass ihr mit genau den Schiffen ins Ziel müsst, mit denen ihr losgefahren seid. Ich frage mich nur, ob es gewollt war, dass diese Lösungsweise möglich ist. Um sie zu unterbinden, hätte man nur die Landbrücke an einer Stelle unterbrechen müssen. Wenn es gewollt war, finde ich es aber umso besser, da es dem Spieler erlaubt, von den beiden vorgegebenen Pfaden abzuweichen und seinen eigenen Weg ans Ziel zu finden. Das Lager ermöglicht auch den Bau einer vollwertigen Siedlung, die theoretisch als Basis für die gründliche Erkundung genutzt werden könnte. Nur leider gibt es über die Aufgaben hinaus nichts zu entdecken. Wikinger Mission 2 stellt uns vor die Aufgabe, Vorräte zu besorgen. Genauer gesagt jeweils 50 Brote, Fische und Fleisch. Alternativ können wir auch 190 Met an den Zauberer auf der südlichen Insel liefern. Insofern trifft es sich gut, dass wir bereits mit 320 Fässer Met sowie 100 Mana starten. Die Bergkette im Nordwesten wird uns mit allen Rohstoffen versorgen, die wir benötigen. Sollte ihr aus irgendeinem Grund mehr Stein benötigen, gibt es im Südwesten einen weiteren Berg, der damit gefüllt ist. Die anderen Gebirge auf der Insel sind leer. Im Westen gibt es auch ein Grab mit 2 Schwertern und 5 Goldbarren. Im Nordosten gibt es eine Insel mit 32 Goldbarren. Nach 3 Erweiterungen bekamen einige Kartendesigner wohl immer noch nicht das Memo, dass selbst wenn der Spieler von solchen Schätzen weiß, niemand für eine solche Menge auch nur daran denken wird, mit Handelsschiffen zu arbeiten. Auch wenn die Mission auf den ersten Blick wie eine typische Siedelmission wirkt, schweben wir tatsächlich in Gefahr. Je nach Schwierigkeit können wir nach 45 oder 20 Minuten per Fähre angegriffen werden. 2 weitere Angriffe folgen je nach Schwierigkeit alle 4 bis 10 oder 8 bis 15 Minuten. Da die KI aber dank fehlender Siedlung wenig Kampfkraft haben wird, solltet ihr mit einer Burg und etwas Kampfgeschick selbst zu euren Startsoldaten hinkommen. Trotzdem empfehle ich euch, mit Dieben das Gold vom Grab zu holen und einen großen Tempel zu rushen. Die 100 Mana allein sind als Geschenke schon wesentlich besser angelegt. Ich habe dem Magier das Met geliefert. Wenn ihr das auch tun wollt, findet ihr im Süden einen guten Ort für eine Werft und Häfen. Ich würde 2 Handelsschiffe und 2 Häfen empfehlen, beachtet aber, dass der Trigger tatsächlich der Mana-Bestand der blauen Siedlung ist. Das Met muss also erst geopfert werden, was mit 6 kleinen Tempeln aber schnell gehen sollte. Die Nahrung wird dann am Fluss in der Nähe des Sees deponiert. Ich habe jedoch festgestellt, dass ich mit der normalen Nahrungsproduktion weitaus schneller gewesen wäre. Das Met opfert ihr besser in einem kleinen Tempel, dann könnt ihr bei den Angriffen auch Kampfzauber nutzen. Eine Schwerindustrie, wie ich sie gebaut habe, ist dann nicht erforderlich. Ich mag zwar, dass diese Karte 2 Lösungswege hat, aber obwohl wir mit viel mehr Met starten, als wir liefern müssten, ist der Nahrungspfad viel einfacher. Hier fehlt etwas Feinschliff. Mission 3 beginnt erstmal mit einer Hinrichtung. Erinnert ihr euch noch an die Diebe, die wir in Römer Mission 2 eingeschleust haben? Nun, die haben scheinbar gelernt, sich durch Zellteilung fortzupflanzen, jedenfalls sind aus einem so um die 30 geworden. Unser Ziel ist es, 15 Geologen, Gärtner und Pioniere sowie 15 Level 3 Schwertkämpfer zu rekrutieren und mit Schiffen hier zum angedeuteten Ausgang auf der Karte zu bringen. Allerdings haben wir auf dieser Karte ein paar ernste Probleme, mit denen wir uns dabei herumschlagen müssen. Unsere eigenen Startvorgaben sind ziemlich mau und wir haben auch nicht allzu viel Bauplatz. Hier kann es tatsächlich sinnvoll sein, mit dem Abkürzungstab der Wikinger Wüste zu terraformieren. Bei unseren Verbündeten sieht es noch schlimmer aus, denn die scheinen im Vollrausch ihre komplette Siedlung wortwörtlich verwüstet zu haben. Hier gibt es nichts von Wert für uns. Dafür geht es unseren Gegnern prächtig. Auf einer Insel im Nordosten hat eine Gruppe feindlicher Mayas einen Stützpunkt. Je nach Schwierigkeit schicken sie nach 40 oder 30 Minuten alle 8 bis 15 oder 7 bis 12 Minuten ein oder 2 Fähren voller Soldaten in unsere Richtung. Das können wir nur beenden, indem wir diesen Spieler vollständig besiegen. Im Berg, den wir uns mit den Mayas teilen, finden wir Kohle, Eisen, Stein und Gold. Nicht in super üppigen Mengen, aber mehr als eine gut laufende Mine brauchen wir nicht. Die Nachbarinsel im Norden hat einen gut gefüllten Berg, aber sie richtig zu kolonisieren erfordert definitiv Gründungskarren, Handelsschiffe und Häfen. Noch dazu hat sie keinen Fluss, wir können dort also auch keine vollwertige Siedlung errichten. Dort einen S-Turm zu platzieren wäre eine Option, allerdings sammeln sich die bei uns abgesetzten Truppen dann immer noch auf unserer Insel, was eher suboptimal ist. Auf Normal haben wir ein ziemlich enges Zeitfenster, um uns ordentlich zu etablieren. Da wir so wenig Material zum Start haben, ist es wichtig, dass ihr gut plant und bei Bedarf micromanagt, um schnell eure Werkzeugschmiede und 3 Sägewerke bauen zu können. Die gute Nachricht ist, dass die feindlichen Fähren immer am gleichen Ort spawnen, zwingend an der vorgelagerten Insel mit dem Turm vorbei müssen und wir mit 2 Kriegsschiffen samt Mana starten. Wenn wir also je ein Kriegsschiff an den Ausgängen positionieren, können wir die Fähren abfangen. Passt aber auf die Feuerspeier auf, die dort stehen. Beachtet außerdem, dass jede Fähre 2 Treffer braucht und damit 30 Mana kostet. Das Startmana reicht also auf Normal nur für die erste Angriffswelle. Wenn ihr weniger als 30 Mana habt, bewegt eure Kriegsschiffe lieber weg. Ihr kommt dann um einen Kampf nicht herum, aber wenn ihr bis dahin einen Priester habt, könnt ihr hoffentlich zumindest mit dem Angstzauber noch etwas reißen. Sobald ihr 76% Kampfkraft erreicht, könnt ihr Fähre mit einem einzigen Treffer zerstören, das erreicht ihr auf dieser Karte aber erst, wenn es nicht mehr wirklich relevant ist. Mein größter Fehler war aber vermutlich, Nahrung und Mana gleichzeitig hochziehen zu wollen. Das gibt eure Startposition nicht her, und in meinem Fall führt es zu einem völlig vermeidbaren Kohleengpass.
Eine Getreidefarm sollte völlig genügen, Fleisch kann über Jäger kommen. Sobald ihr etabliert seid, könnt ihr die Werkzeuge für die geforderten Spezialisten produzieren und die L3-Schwertkämpfer zur Seite ziehen. Da ihr bereits mit den 4 benötigten Fähren startet, müsst ihr nicht mehr welche nachbauen, solange ihr keine bei den Angriffen verloren habt. Sobald alle 4 Fähren am Zielort sind, habt ihr die Hälfte der Kampagne hinter euch. Mission 4 gibt uns die Kontrolle über 3 Siedlungen, aber anders als der Missionsname vermuten lassen würde, geht es hier nicht um eine Schatzsuche. Zumindest nicht, wenn ihr damit die Suche nach Hinweisen oder einer Schatzkarte meint. Nein, unser Ziel ist es, in jeder unserer Siedlungen jeweils 64 Einheiten eines Nahrungstyps zu sammeln, sodass wir am Ende 64 Brote, Fische und Fleisch haben, damit uns am Ende dann jemand sagt, wo wir für die nächste Mission hin müssen. Die Insel in der Mitte ist nämlich eine grobe Miniaturversion der Insel, die wir in Mission 5 besiedeln. Dafür haben wir aber nur eine Stunde Zeit. Hier ist das Ding, wir haben bereits alles, was wir brauchen. Errichtet zuerst in der südlichen Siedlung eine einfache Fleischproduktion mit einer Getreidefarm, in der nordöstlichen eine Brotproduktion, ebenfalls mit einer Getreidefarm, und in der nordwestlichen Siedlung eine Fischerhütte. Setzt die Getreidefarm dabei auf Bio, insbesondere die in der Fleischproduktion muss zuerst fertig werden. Dort müsst ihr auch 2 der Lager abreißen, um genug Steine zu haben. Wenn die Gebäude dort fertig sind, macht die Bauarbeiter und Planierer wieder zu Trägern. Fische und Brot werden kein Problem sein, aber beim Fleisch wird Getreide zum Flaschenhals. Behaltet, während ihr vorspult, die Getreidefarm im Auge. Manchmal ignoriert der Bauer fertig gewachsenes Getreide und sät lieber. In dem Fall müsst ihr seinen Arbeitsbereich etwas verschieben. Ihr könnt es euch nicht leisten, Getreide auf dem Feld verrotten zu lassen. Beachtet außerdem, dass ihr in der Praxis 65 Fleisch produzieren müsst, weil eine Einheit immer beim Metzger liegen bleibt, aber das Fleisch in einem der Lager liegen muss. Ihr könntet den Metzger aber auch nach dem 64. Stück abreißen. Das war's. Das ist nicht schwer, das ist nur lahm. Wenn YouTube keine willkürlichen Einschränkungen auf dem Format hätte, könnte das hier glatt ein Short sein. Aber kleiner Tipp an die Mapper unter euch, wenn eure Siedelmission nicht nur nicht erfordert, dass man siedelt, sondern es auch noch aktiv die Erfolgschance senkt, dann ist eure Siedelmission scheiße. Also wenn es um die Produktion von Sachen geht, Schatzsuchen oder sowas sind natürlich was anderes. Und dabei wäre mehr drin gewesen. Und es war wohl auch mehr geplant, da es einen versteckten dritten feindlichen Spieler gibt, der uns wie in den letzten beiden Missionen angreifen sollte. Aber die offensichtliche Lösung, wenn auch sicher nicht perfekt, wäre es gewesen, uns 3 Siedlungen mit LG-Startvorgaben sowie ein wesentlich großzügigeres Zeitlimit zu geben. Man hätte den Spieler sogar zwingen können, das Fleisch über Jäger und den Wildzauber zu besorgen, aber hier schien dann wieder die Zeit zu fehlen. Mit Mission 5 endet die Wikinger-Kampagne nochmal relativ stark. Wir sind fast am Ziel unserer Reise, aber auf den letzten Metern stellt sich uns noch eine Feuerbarriere in den Weg. Unsere Aufgabe ist es also, die Barriere zu beseitigen und mindestens eine Einheit zum Amazonenwasserwerk in der Mitte der Karte zu bringen. Dies erreichen wir, indem wir die großen Tempel der feindlichen Mayas zerstören. Es gibt insgesamt 8, von denen 5 zerstört werden müssen. Im Nordosten haben sich der blaue und der grüne Spieler niedergelassen. Blau hat keine richtige Siedlung, aber eine funktionierende Mana-Produktion und einiges an Priestern. Grün hat eine vollwertige Siedlung minus Mana-Produktion, ist aber nicht super beeindruckend. Gelb und Lila befinden sich im Westen. Gelb hat wirklich nur ein paar Türme und einen der Tempel. Lila ist der stärkste der feindlichen Spieler, mit vollwertiger Siedlung samt Mana-Produktion, greift aber relativ spät an und auch nicht konzentriert genug, um ernsthaften Schaden zu verursachen. Blau und Gelb sind außerdem so positioniert, dass weder Grün noch Lila in unsere Richtung expandieren können. Der Berg im Norden enthält jede Menge Kohle sowie etwas Eisen und Stein. Im Westen finden wir weitere Kohle zusammen mit Eisen und Gold. Im Osten gibt es ein Schiffswrack mit etwas Holz, ein paar Schwertern, Gold, Met und einer Rüstung. Eine Gruppe Diebe oder Pios sollte diese Sachen möglichst früh erobern. Wir starten außerdem mit 2 Fähren, die aber nirgendwo hin können. Danke, Bluebyte. Die Karte ist dicht bewaldet, ihr werdet also viel roden müssen, um Platz zu haben. Der Flaschenhals beim Aufbau werden Gold- und Eisenvorkommen sein, aber dass trotzdem prall gefüllte Vorkommen sind, reichen die Rohstoffe ohne Probleme. Da eure Gegner nicht zu euch expandieren können, könnt ihr eure Verteidigung an einem Ort eurer Wahl bündeln. Ich habe die Startposition dafür genommen. Sobald ihr mit eurer Siedlung zufrieden seid, könnt ihr den Angriff übergehen. Ich empfehle euch, mit Blau und Grün anzufangen. Zum einen sind sie die schwächeren Gegner, zum anderen kontrollieren Blau und Grün jeweils 2 Tempel. Da Gelb auch noch einen kontrolliert, der dank Hammerzauber sogar ohne Konfrontation erreicht werden kann, können wir Lila komplett links liegen lassen. Wenn ihr danach noch eine beliebige Einheit in die Kartenmitte bringt, habt ihr die Wikinger-Kampagne zu einem glücklichen Ende geführt. Auch wenn ich nicht weiß, ob das für die Frauen auch so ein glückliches Ende ist. Das hier ist meiner Meinung nach eine der besten Missionen des Add-ons und die zweitbeste der Kampagne. Allerdings finde ich es etwas ungeschickt, dass man dem Spieler direkt sagt, wie er die Barriere los wird. Das hätte man ruhig subtiler kommunizieren können. Die Maya-Kampagne beginnt mit einer halben Siedelmission. Ein Botschafter der Wikinger ist unterwegs und da die Mayas mal wieder alles, was sie nicht kennen, für Götter halten, wollen sie ein großes Fest ausrichten. Dazu müssen wir hier 25 Brote, Fische, Fleischkeulen und Tequila einlagern, bevor der Botschafter eintrifft. Die Fähre muss leider durch gefährliche Gewässer. Der blaue Spieler hat eine Siedlung im Süden mit Feuerspeiern an dieser Engstelle.
Grün bewacht einige Feuerspeier, hat aber keine eigene Siedlung und die Feuerspeier stehen tatsächlich in keiner Position, um irgendwas angreifen zu können. Diese Gruppe hier können wir also komplett ignorieren. Gelb hat 4 Türme mit einigen Feuerspeiern in der Nähe der Kartenmitte, die wir auf jeden Fall zerstören müssen. Das gleiche gilt für die Feuerspeier im Norden, denen wir auf dem Weg zu Gelb begegnen. Die erste Fähre ist leider dem Tode geweiht. Zwar sollte es möglich sein, sie zu retten, aber dann hat er nicht annähernd genug Zeit, die Vorräte anzulegen. Die zweite Fähre wird die Feuerspeier des blauen Spielers umfahren. Es müssen also nur noch die des gelben Spielers und die im Norden zerstört werden. Die potenziell gefährlichste Operation der Mission ist also unnötig. Der Berg in eurer Siedlung enthält üppige Vorkommen an Kohle, Eisen, Gold und Stein für seine Größe, aber wir werden tatsächlich keine einzige Mine bauen. Beginnt mit dem Bau eines mittleren Wohnhauses. Ihr startet mit sehr wenigen Siedlern, also macht nichts anderes, bevor dieses Haus fertig ist. Danach könnt ihr eure Bautrupps vervollständigen, ein zweites Wohnhaus bauen und anfangen für Nahrung zu sorgen. Dafür brauchen wir eine Fischerhütte, ein Wasserwerk, einen Jäger, 2 Getreidefarmen, eine Mühle und eine Bäckerei. Ziegenzucht und Metzgerei können etwas später folgen. Beginnt außerdem Richtung Süden zu expandieren, um die Wüste zu erreichen. Der Jäger wird im Laufe des Spiels ein paar Mal wandern. Denkt daran, dass ihr beim Abriss noch eine zusätzliche Fleischkeule erhaltet, wenn der Jäger mindestens ein Tier erlegt hat. Sobald ihr genug Brot habt, stellt ihr die Mühle und die Bäckerei auf Pause. Damit die Lager nicht volllaufen, solltet ihr auch Metzgerei und Fischerhütte pausieren, sobald sie ihr Ziel erreicht haben. Denkt daran, dass die Waren auch tatsächlich im Bereich um die 3 Lager sein müssen. Ich habe mit 4 Agavenfarmen und 2 Destillen gearbeitet, aber die Hälfte sollte auch genügen. Die zweite Fähre erscheint zur 31. Minute und wird weitere 20 brauchen, um ihr Ziel zu erreichen. Spätestens jetzt solltet ihr mit euren Startsoldaten die Feuerspeier zerstören. Das könnt ihr theoretisch direkt zu Beginn tun, es kann sich aber lohnen, auf etwas höhere Kampfkraft zu warten. Sobald die Fähre eure Bucht erreicht, habt ihr gewonnen. Später habe ich noch gemerkt, dass beim blauen Spieler Nahrung in den Wäldern liegt. Theoretisch könntet ihr also auch auf Militär gehen und versuchen, diese Siedlung zu erobern. Ich glaube aber leider trotzdem nicht, dass es möglich ist, den ersten Botschafter zu retten und trotzdem zu gewinnen, was etwas schade ist. Mission 2 wird wieder etwas traditioneller. Wir sind neben einer trojanischen Siedlung gelandet, die uns um Hilfe bittet. Die Trojaner werden selbst nicht expandieren oder aufbauen und agieren mehr als Deko als Spielelement. Im Norden gibt es eine feindliche Wikingersiedlung, die wir zerstören müssen, danach erhalten wir weitere Anweisungen. Die Trojaner schicken gelegentlich Fähren in unsere Richtung, die aber zerstört werden, bevor sie uns erreichen können. Die Waren, die sie transportieren, sind theoretisch hilfreich, wir können sie aber erst bekommen, wenn wir sie nicht mehr brauchen werden. Ihr könnt auch die Tipps in der Missionsbeschreibung ignorieren, im Westen der Karte ist nichts von Bedeutung zu finden. Die feindliche Siedlung im Norden stellt keine große Bedrohung dar, da sie kaum Soldaten produziert. Im Osten finden wir einen ruhenden Vulkan, der zwar Rohstoffe, aber wenige gute Plätze für Minen hat. Für je eine Kohle-, Eisen-, Stein- und Goldmine sollte es aber genügen. Die Bergkette im Norden enthält mehr Rohstoffe, hier müsst ihr aber aufpassen, dass eure Geologen nicht über die Grenze gehen. Die Wikinger bauen auch Minen an der Grenze, dort können Diebe also vielleicht ein paar Waren stehlen. Bauplatz ist am Anfang relativ knapp, aber Rohstoffe sind es zum Glück nicht, wenn ihr etwas vorausplant. Macht aber nicht meinen Fehler und lasst den Statum auf jeden Fall stehen, selbst wenn ihr später woanders eine Verteidigungsstellung aufgebaut habt. Die Trojaner übernehmen sonst einen Teil ihres Startgebiets und auch wenn sie nicht weiter expandieren, sorgt es dafür, dass die Warenlieferung von den Fähren im Trojanergebiet landet. Sobald ihr die Wikinger besiegt habt, wird ein verbündeter Priester enttarnt, den ihr besuchen müsst. Er wird euch bitten, das dunkle Land im Osten der ehemaligen Wikingersiedlung zu säubern. Sobald das erledigt ist, habt ihr gewonnen und die Trojaner werden per Magie umgesiedelt. Die Mission ist okay, aber der Plot fühlt sich an, als hätte ihn niemand mal Korrektur gelesen. Außer Schiffe versenken kann dieser Zauberer nichts, was ihn als Bedrohung etablieren würde. Er kann auch aus irgendeinem Grund weder mit Gärtnern noch mit seinem Abkürzungszauber umgehen. Ihm ist auch egal, dass wir seine gesamte Siedlung abgemetzelt haben. Und noch dazu ist die Trojaner-Siedlung stark genug, dass sie keine Angst vor ihm haben müssten, oder zumindest nicht vor seinen Gefolgsleuten. Glücklicherweise wird die Maya-Kampagne in den kommenden Missionen noch etwas interessanter. Die Mayas haben mal wieder nur Blödsinn im Kopf und haben sich jetzt vorgenommen, nicht nur ein, sondern gleich 2 Weltwunder mitgehen zu lassen. Dazu müssen wir für jedes der beiden Ziele 250 Mana sammeln und einen Priester dorthin bringen, der die beiden Wunder dann in den Hammerspace teleportiert. Das benötigte Mana müssen wir zum Glück nicht selbst erwirtschaften. Im Nordwesten befindet sich eine trojanische Siedlung, die uns im Tausch für je 16 Schwerter, Bögen, Blasrohre und Goldbarren genug Mana für unsere Vorhaben gewährt und je nach Schwierigkeit sogar noch 50 bis 100 zur freien Verfügung. Ein absolutes Schnäppchen, das wir aber nicht zwingend in Anspruch nehmen müssen. Die nötigen Esel haben wir sogar schon, stellt nur sicher, dass ihr die Waren, die ihr transportieren wollt, bereits habt. Esel warten nur auf Waren, die der Marktplatz bereits anfordern konnte. Im Südwesten befindet sich eine römische Siedlung unter der Führung des KI-Spielers Spekulatius. Weil lustig und so. Die Siedlung ist nicht funktionsfähig, bekommt aber per Skript regelmäßig Träger, Waffen und Erz. In der Praxis produziert sie aber kaum mehr als die Soldaten, die sie bereits hat, da sie bereits am per Skript gesetzten Limit startet und wir nicht so viele Soldaten produzieren werden, dass die Skalierung helfen würde. Der grüne Spieler bewacht auch den Leuchtturm von Alexandria im Süden der Karte. Westlich unserer Siedlung befindet sich der gelbe Spieler, ein weiterer Trojaner.
Dieser hat zwar die gleichen Angriffstimings wie der grüne Spieler, er besitzt aber noch weniger Siedlung und kaum Soldaten. Ihr müsst euch nicht mit ihm weiter befassen. Er bewacht zwar den Koloss von Rhodos, aber ihr könnt per Fähre auf die Insel gelangen, ohne von den Ballisten beschossen zu werden. Es gibt außerdem noch einen lilanen Spieler, der einige Katapulte besitzt, um den Weg zum Leuchtturm zu blockieren. Auch das ist aber kein Hindernis, da unsere Fähren den paar Steinen, die beim Vorbeifahren auf sie geschossen werden, problemlos widerstehen kann. Wäre vielleicht schlau gewesen, diesem Spieler Kampfkraft per Skript zu geben, damit seine Katapulte überhaupt Schaden machen. Es gibt viel Berg auf dieser Karte, aber gute Plätze für Minen zu finden ist schwierig. Es gibt zwar ein paar, aber an den meisten Orten sind die Rohstoffe einfach zu wild gemischt. Ihr werdet damit leben müssen, dass viele eurer Minen eher ineffizient sein werden. Bedenkt aber, dass eure Minen alle passenden Rohstoffe im Umkreis von 4 Feldern um den Baupunkt erreichen können und die Schilder der Geologen nur einen Bruchteil der Gebirgsfelder abdecken. Ihr werdet auf dieser Karte viel expandieren, roden und aufräumen müssen, um Platz zu haben. Im Norden ist aber Platz für eine Nahrungsindustrie und im Südosten könnt ihr etwas Mana anbauen. Dorthin solltet ihr ohnehin expandieren, da hier ein guter Ort für eine Verteidigungslinie ist, falls der Römer euch angreift. Wenn ihr auf Magie zurückgreift, könnt ihr den Bannzauber nutzen, um die feindlichen Schwertkämpfer auf eine der vielen Inseln auf der Karte zu teleportieren. Auf diese Weise werden die betroffenen Soldaten für die KI nutzlos, sollten aber weiter zu ihrem Soldatenlimit zählen, sodass nicht nachproduziert wird. Setzt aber auf jeden Fall, wenn ihr das versuchen wollt, vorher das Beobachtungsfenster auf euren Priester. Sobald ihr das Mana habt, müsst ihr nur noch eine Fähre bauen und nacheinander die beiden Weltwunder einsammeln. Wenn ihr beide habt, ist die Mission bereits beendet. In Mission 4 fällt den Mayas auf, dass sie den "Wir klauen mal eben zwei Weltwunder"-Plan nicht ganz durchdacht haben. Wir befinden uns mit unseren beiden Priestern und einigen Soldaten in der Sahara und müssen die Priester um jeden Preis beschützen, da sie immer noch die Weltwunder bei sich tragen. Unser Ziel ist es, die Priester und die L3-Soldaten sowie Hauptmänner auf den Kanaren, wo sich unsere Basis befindet, in diesen grün markierten Kreis in der südwestlichen Ecke der Karte zu bringen. Der direkte Weg, der Kanal zwischen Spanien und Marokko, wird aber von 6 feindlichen Kriegsschiffen blockiert. Wir könnten versuchen, diese Blockade aufzuheben, aber es gibt auch Alternativen. Der sicherste Weg ist an diesem Landepunkt zwischen den grünen und blauen Siedlungen. Wir könnten auch versuchen, uns durch die Trojaner-Siedlungen zu dieser Bucht durchzukämpfen, aber das sieht sehr kostspielig aus. Auf unserer Startinsel haben wir bereits Kohle, Eisen und Steinminen. Wir könnten auch eine Schwefelmine errichten, falls wir Kriegsschiffe bewaffnen wollen, um die Blockade mit Gewalt aufzulösen. Gold ist verdächtigerweise abwesend, Level 2 und 3 Soldaten sind also keine Option, wenn es uns nicht gerade gelingt, L1er zu den Priestern zu bringen. Beginnt mit dem Bau einer Schiffswerft und gebt dort, sobald sie fertig ist, eine Fähre in Auftrag. Eure Schmieden könnt ihr abschalten, damit sie kein Eisen fressen. Schickt eure bereits vorhandene Fähre nach Süden und bringt dann eure Soldaten und Priester dorthin, das sollte ohne Kampf problemlos möglich sein. Theoretisch könnt ihr eure Soldaten ein einziges Mal durch den Beförderungszauber heilen, aber das sollte nicht erforderlich sein. Lasst eure Blasrohrschützen zurück. Bringt eure Fähre nun an Italien vorbei nach Westen und dann nach Norden. Sobald ihr euch am Landepunkt zwischen den blauen und grünen Siedlungen befindet, habt ihr zwei Möglichkeiten. Es gibt einen schwach verteidigten Pfad durch die blaue Siedlung, ihr könnt aber auch durch das neutrale Gebiet und dann an der oberen Küste entlang marschieren. Blau steckt in einem akuten Siedlermangel und hat dadurch so gut wie keine freistehenden Soldaten, die euch belästigen könnten. Bringt nur eure neue Fähre vielleicht schon mal im Vorfeld in Stellung. Sobald eure Truppe die Fähre erreicht hat, lasst ihr die Soldaten zurück und bringt die Priester zu den Kanaren, um die L3-Soldaten und Hauptmänner abzuholen. Die müsst ihr dann nur noch in den grünen Kreis bringen. In dieser Mission macht sich wieder die geringe Fährenkapazität bemerkbar. Einige Diebe wären auch sinnvoll gewesen, damit der Spieler relativ konsequenzfrei erkunden kann, ohne blind seine Soldaten riskieren zu müssen. Diebe könnten wir aber auch von der Basis aus herbringen. Anders als Römer Mission 2 glänzt diese Mission aber immerhin durch einiges an Wahlfreiheit. Wir haben theoretisch mindestens 3 Wege, unsere Soldaten und Priester zu bewegen, können versuchen, uns durch die Blockade zu schießen und könnten vermutlich sogar Verstärkung von unserer Basis kommen lassen, auch wenn es zunächst nur Level 1er wären. Und wenn man richtig cheesen will, gibt es sogar Wege, einen Tempel zu bauen, was es ermöglicht, die komplette Mission zu skippen. Diese Mission wäre ein perfekter Anlass gewesen, um das Spiel mit der Möglichkeit auszustatten, eine bestimmte Einheit als Held zu erkennen. Stattdessen sind unsere beiden Zielpriester für das Spiel nichts Besonderes. Es ist also auch völlig egal, wenn wir ganz andere Priester ans Ziel bringen. Nachdem wir uns mit den Weltwundern aus dem Staub gemacht haben, fällt den Mayas jetzt auf einmal auf, dass sie gar nicht wissen, was sie mit den Dingern eigentlich machen wollen. Unsere beste Chance scheint deshalb zu sein, uns ins gemachte Nest zu setzen und die Weltwunder an heiligen Stätten zu platzieren, die wir dann mit Schutzzaubern belegen können, was uns pro Stück 150 Mana kosten wird. Ein ziemliches Schnäppchen, wo man sich fragt, wieso wir das eigentlich nicht in jeder Mission machen. Unser erstes Ziel ist der blaue Spieler, dessen Burg wir erobern und danach für den Rest des Spiels verteidigen müssen. Unsere beiden Priester dürfen ebenfalls nicht sterben, in der Praxis heißt das aber nur, dass wir zu keinem Zeitpunkt weniger als 2 Priester besitzen dürfen. Ob am Ende die Priester vom Anfang noch leben, ist egal, wenn wir vorher andere bekommen haben. Die grünen und gelben Spieler haben nur jeweils 4 große Türme, die wir erobern müssen, bevor wir die Weltwunder dorthin bringen können. Danach können wir jederzeit, sobald wir 150 Mana haben, einen Priester dorthin schicken, um das Weltwunder zu platzieren und mit einem Schutzzauber zu belegen. Wenn wir die Burg erobert haben, kommt eine weitere Fähre, die uns 20 Diebe liefert.
Das kann aber glitschen, wenn eure Fähren zu sehr im Weg sind. Schickt sie also lieber vorher irgendwo hin, wo sie nicht stören. Das Gebiet des blauen Spielers gibt uns großzügige Startvorgaben, Platz ist aber so eine Sache. Wir werden den Großteil unseres Holzes von Wanderholzfeldern beziehen. Ich empfehle euch auch, euer Startmana für den Steinfluch zu nutzen, sobald das Startsteinfeld erschöpft ist, um einem Steinmangel vorzubeugen. Der Berg östlich der Burg enthält Kohle, Eisen und Stein. Südlich davon finden wir Kohle und Gold. Diese Berge bieten genug Platz für mehrere hocheffiziente Minen. Der Berg im Westen ist leider leer. Falls ihr weitere Rohstoffe benötigt, werdet ihr im Berg östlich der Halbinsel fündig. Ich habe diese Rohstoffe aber nicht gebraucht, da Erz in dieser Mission kein Flaschenhals ist. Zu sicher solltet ihr euch aber nicht fühlen, denn es gibt auch einen versteckten Römerspieler, der nach Ablauf des Attack Delays in zufälligen Abständen angreift. Dabei wechselt er aber auch immer wieder die Richtung, haltet also die Augen offen. In der Praxis ist eure Burg aber nicht wirklich gefährdet, die Römer sind mehr am südlichen Eingang zur Halbinsel interessiert. Das trifft sich gut, weil dort eine Heilquelle platziert ist, die wir mit einem kleinen Tempel aktivieren können. Ihr Radius wirkt etwas beengt, in der Praxis ist er aber deutlich größer. Wenn ihr mit Settlers United spielt, dürftet ihr bald eine angepasste Version des Skripts bekommen, wo der angezeigte Radius entsprechend angepasst ist. Außerdem ist dies auch eine der Missionen, in der ich die sonst unbegrenzten Gegner-Spawns gedeckelt habe, da unbegrenzt ansteigende Truppenzahlen nach jedem Angriff Abstürze hervorrufen können. Nachdem ihr etabliert seid, ist es relativ trivial, durchzuhalten, bis ihr genug Mana besitzt. Die feindlichen Angriffe haben nicht allzu viel Kraft und die Heilquelle tut ihr Übriges. Sobald beide Weltwunder an ihrem Platz sind, habt ihr die Maya-Kampagne erfolgreich abgeschlossen. Als Prequel zum Finale der Römer-Kampagne macht sich die Karte gut, aber die Herausforderung liegt mehr in ihrem Gelände als in den Gegnern. Der Auftakt der Trojaner-Kampagne beginnt mit absolutem Chaos. Die Römer sind gerade dabei, Troja zu erobern und der Kampf ist aussichtslos. Unser Ziel ist es daher, den Hafen zu erreichen, während die Stadt um uns herum auseinanderbricht. Dafür haben wir aber nur eine Stunde, auf normal sogar nur 50 Minuten Zeit und müssen uns durch umkämpftes Gebiet bewegen, ohne ins Kreuzfeuer zu geraten. Es hilft aber auch nicht, dass wir nicht die Sicht der übrigen trojanischen Verteidiger teilen und uns daher ziemlich blind durchs Gefecht bewegen müssen. Wir starten mit einer Gruppe Flüchtlinge aus 10 Dieben, 3 Gründungskarren, einigen Priestern und einigen Soldaten. Wir halten auch etwas Mana für die Priester und auch vielleicht sogar zusätzliche Soldaten, Diebe, 100% Kampfkraft und noch mehr Mana. 10 der Soldaten, 5 Diebe und mindestens einen Gründungskarren müssen es zu den Fähren schaffen. Steuergruppen sind hier unser bester Freund, da wir unsere Gruppe nicht gemeinsam auswählen können. Die Gründungskarren sind leider weitgehend auf die Straßen beschränkt und das bedeutet, dass sie sehr ungünstige Wege nehmen müssen. Auf normal haben wir auch nur 33% Kampfkraft, Kämpfe außerhalb von verbündetem Gebiet sind also ziemlich aussichtslos. Es gibt theoretisch viele Wege zum Ziel, aber selbst ohne Fog of War schien es zunächst keinen wirklich sicheren Weg zum Ziel zu geben. Wenn wir noch nur diese dummen Steine an den Straßen wegbekämen. Wer stört denn jetzt? Hi, wir wollten nur fragen, ob Sie Zeit haben, mit uns über unseren Herrn und Erlöser, den Abkürzungszauber, zu reden. Stimmt. Wenn ihr mein Video zum Abkürzungszauber gesehen habt, wisst ihr, dass der Zauber, wenn er Gebiet terraformiert, auch alle Deko-Objekte entfernt. Und zwar wirklich alle, sogar Weltwunder. Und da die Trojaner Wiese zu Schlamm verwandeln, können wir ihn überall da einsetzen, wo Wiese ist. Sobald ihr eure Steuergruppen erstellt habt, zieht eure Einheiten über die Straße Richtung Südwesten. Nur die Pioniere lasst ihr zurück. Folgt der Straße an die grüne Grenze, erobert den Turm, reißt ihn wieder ab und geht dann ins blaue Gebiet. Dort werdet ihr zwei Straßenabschnitte sehen, die durch Steine voneinander getrennt werden, weshalb die Gründungskarren nicht den kurzen Weg nehmen können. Zaubert sie mit dem Abkürzungszauber weg und folgt dem Weg weiter nach Süden bis zu den trojanischen Türmen. Dort sollte sich ein weiterer Übergang befinden. Hier greift ihr mit euren Soldaten an und erobert den Turm im Süden. Auch den reißen wir wieder ab. Zieht dann eure Flüchtlinge durch das blaue Gebiet im Osten. Hier ist viel Wald, aber auch den könnt ihr wegzaubern, um wieder auf die Straße im Osten zu gelangen. Bewegt euch oberhalb des Sumpfes entlang über den Grasstreifen auf die andere Straße und folgt dieser dann nach Süden. Sie wird euch zum Hafen führen. Wer hätte gedacht, dass uns ausgerechnet Wiese zu Schlamm mal den Arsch rettet? Es gibt aber noch eine Alternative. Lasst eure Pioniere das Startgebiet erobern und schickt mindestens einen, aber maximal 5 Diebe die Straße entlang, wie im ersten Versuch. Dieses Mal folgen wir aber der grünen Grenze nach Südwesten, bis ihr römische Aussichtstürme seht. Bewegt euch zwischen Berg und Sumpf, bis ihr die Kohlenminen findet und stehlt mindestens einen Sack Kohle. Bleibt aber nicht zu lang dort, da das Gebiet auch von feindlichen Bogenschützen patrouilliert wird. Bringt die Kohle wieder zurück ins Startgebiet. Dort solltet ihr inzwischen die nordwestliche Küste und genug Platz für ein Lager, einen Holzfäller, eine Werkzeugschmiede und ein kleines Wohnhaus erobert haben. Opfert einen der Gründungskarren und nutzt den Geschenkzauber, um an Eisen, Holz, Stein und weitere Hämmer zu gelangen. Mit der gestohlenen Kohle lasst ihr eine Axt für den Holzfäller herstellen, dann rodet ihr die Bäume an der nordwestlichen Küste, bis ihr eine Werft bauen könnt. Diese wiederum lasst ihr zwei Fähren bauen, die ihr mit den nötigen Einheiten beladet und über die südwestliche Ecke der Karte zum Hafen schickt. Die andere Seite wird von einem feindlichen Kriegsschiff bewacht. Dieser Karte fehlt leider auch einiges. Hier wäre es schön gewesen, weitere Soldaten und Einheiten finden zu können.
Zumindest auf leicht sollte man vielleicht auch die Sicht der Verbündeten haben, damit man nicht blind durch die Stadt laufen muss. Mir fehlten auch Lazarette. Diese hätte man in Troja verstreuen können, damit der Spieler seine Soldaten zwischendurch heilen kann. Und unabhängig von der Schwierigkeit hätte man 100% Kampfkraft zum Start bekommen sollen, damit man bei den Kämpfen, denen man nicht ausweichen kann, nicht völlig chancenlos ist. In Mission 2 der Trojaner-Kampagne bewegen wir uns von schlimm zu schlimmer. Die Schiffe, mit denen wir entkommen sind, sind einem Sturm zum Opfer gefallen, wodurch wir mit sehr wenigen Rohstoffen an einer eher unbrauchbaren Küste gestrandet sind. Unser Ziel ist es, eine neue Flotte aus 3 Fähren und 3 Kriegsschiffen zu bauen, sowie 3 Karren und 10 L3-Soldaten jeder Gattung zu rekrutieren. Gefahr droht uns dabei aber von einem dunklen Volk, das den Großteil der Insel dominiert. Das hier ist auch die einzige Mission dieses Add-ons, in der das dunkle Volk erscheint. Das dunkle Volk hat Zugang zu meiner Koptan, dazu aber gleich mehr. Die beiden Felsflecken im Osten enthalten Kohle und Stein. Im Westen finden wir ein größeres Gebirge mit Kohle, Stein und Eisen. Im Südwesten ist ein kleines Gebirge mit Gold. Die weiteren Gebirge im Gebiet sind leer, nur im Gebiet des dunklen Volks wären weitere Bodenschätze zu finden. Unsere Gebirge sind auch ziemlich mager gefüllt, weshalb ich von einem normalen Aufbau stark abraten muss. Schickt eure Fähre nach Osten, um einen Hilferuf abzusetzen und startet mit einem Holzfäller, einem Sägewerk und einem Steinmetz. Letzterer muss dabei zuerst mit Stein versorgt werden, damit es hinhaut. Kümmert euch danach darum, Gold und Kohle zu besorgen und einen großen Tempel plus Mana-Produktion zu bauen. Wir werden den Großteil der benötigten Rohstoffe aus Geschenken beziehen. Behaltet aber die Zeit im Auge. Wenn ihr euch einmal Video zu Manakoptern erinnert, wisst ihr vielleicht noch, dass es 2 Missionen gibt, bei denen das dunkle Volk mit einem Manakopter startet. Und das hier ist die zweite. Das bedeutet, dass dieser Manakopter euch unabhängig davon angreifen wird, welche Gebäude ihr baut. Nach Ablauf der Schonfrist wird er kommen, aber da ihr Level 2 Soldaten habt, solltet ihr den ersten Angriff standhalten können. Es ist wichtig, dass ihr den Manakopter nicht entkommen lasst. Nutzt Safe Games, wenn ihr müsst. Die weiteren Manakopter spielen dann wieder nach den üblichen Regeln. Sichert aber auch den Übergang im Nordosten mit einer Burg, da das dunkle Volk später mit dunklen Gärtnern expandiert. Sobald ihr euch um das Ziel kümmern wollt, baut ihr eine Werft, 3 Fahrzeugmanufakturen und plant einen gesicherten Ort für eine Schmiede. Ihr werdet eine Waffenschmiede brauchen, um an die nötigen Rucksackkatapulte zu gelangen. Sobald ihr die Baustelle setzt, werdet ihr zum Ziel für Manakopter, also habt ein paar große Türme, bevor ihr das tut. Die 3 Fahrzeugmanufakturen lassen euch 3 Karren bauen, ohne dass ihr sie mit Eseln oder Waren ausstatten müsst, denn für das Missionsziel zählt nur der Karren selbst, nicht seine Fracht. Sobald ihr alles habt, gewinnt ihr die Karte automatisch. Die Soldaten dürfen sogar in Türmen stationiert sein. Diese Karte ist etwas frustrierend gestaltet, da die Rohstofflage so mickrig ist. Ich denke, das hier wäre eine gute Gelegenheit gewesen, statt Eisen üppige Mengen Schwefel zu platzieren und den Spieler mit dem Umwandlungszauber arbeiten zu lassen. Wobei der in Vanilla immer noch dem Geschenkzauber unterlegen ist. In Trojaner Mission 3 versteckt es uns auf die Osterinsel zu den Rapa Nui. Unser Ziel ist es, 150 Steine innerhalb von 90 Minuten zu sammeln, um diese dann gegen Nahrung einzutauschen. Was okay wäre, wenn diese Mission nicht schrecklich designt wäre, also bringen wir es hinter uns. Die Rapa Nui werden auf dieser Karte von den Mayas repräsentiert. Ihre Expansion wird im Osten durch Schlamm und im Süden durch dunkles Land begrenzt. Wenn wir das dunkle Land entfernen, erscheinen in dieser Ruine 100 Steine. Allerdings sind die Mayas feindlich eingestellt und werden uns daran hindern, ihnen zu helfen. Daher ist dieses Gimmick in der Praxis eher nutzlos. Im Norden finden wir einen Berg, wo wir unsere erste Steinmine errichten werden. Die 2. bis 4. wandert auf dem Berg im Nordosten. Im Westen gibt es einen 3. Berg, aber den werden wir nicht nutzen. Wir müssen nur zum Schluss hierhin expandieren, aber aus einem anderen Grund. Ich orientiere mich hier 1:1 an der Lösung, die Brain vor vielen Jahren entdeckt hat. Wir bauen nur ein paar Häuser, eine Brotproduktion und 4 Steinminen. Stellt einige eurer Staatssoldaten zu den beiden einsamen Steinminen, um den Sabo-Angriff abzuwehren. Und da die KI uns irgendwann angreifen will, expandieren wir soweit es geht nach Südwesten und lassen nur dort einen Turm stehen. Wenn wir Glück haben, ist der KI dieser Weg von vornherein zu weit, aber selbst wenn nicht, verschafft uns die Laufstrecke genug Zeit, um die Karte zu gewinnen. Wenn ihr nicht in die Situation kommen wollt, Safe scammen zu müssen, stellt die Schwierigkeit besser auf leicht. Das hier ist leider eine von diesen Siedelmissionen, in denen eine normale Siedlung aufbauen zu wollen, die Siegchancen praktisch zerstört. Und generell habe ich so viele Fragen zu dieser Karte. I have several questions. Wieso müssen die Mayas mit uns verfeindet sein, obwohl wir ihnen helfen sollen? Selbst wenn sie uns misstrauen und wir deshalb nicht in ihre Siedlung dürfen, heißt das nicht, dass sie uns angreifen müssen. Und das Gimmick mit dem dunklen Land wird auch nicht mal angedeutet. Man hätte hier eine Karte mit mehreren Sidequests stricken können, in denen die Trojaner den Rapa Nui ihr Wissen anbieten und dafür Nahrung erhalten. Vielleicht der Bau eines Astrolabiums, die Beseitigung des dunklen Lands, Steinlieferung an den Marktplatz innerhalb der ersten 90 Minuten und so weiter. Stattdessen bekommen wir eine weitere Mission, die sich einfach nicht gut anfühlt. Mission 4 wird wieder etwas ruhiger, vielleicht sogar zu ruhig. Wir starten etwas zerstreut an der südlichen Küste dieser großen Insel. Wir hatten unsere Startvorgaben etwas verzögert über eine Fähre und haben den Auftrag, einen Priester zum Portal in der Mitte dieses Kraters zu bringen. Dazu müssen wir uns auch an den darin eingeschlossenen Truppenverbänden vorbeikämpfen. Der Berg in der Nähe unserer Startposition enthält Kohle, Eisen sowie Spuren von Gold und Stein.
Meiner Erfahrung nach genug für unsere Zwecke, aber falls ihr mehr Stein benötigt oder Schwefel zu Eisen umwandeln wollt, werdet ihr im Westen fündig. Gold ist außerdem in großen Mengen im Krater zu finden. In der Nähe eurer Startposition gibt es ein kleines Werkzeuglager. Weiter im Nordwesten gibt es ein größeres Lager mit Mana und einigen Waffen, welches aber von einigen feindlichen Truppen bewacht wird. Diese Mission ist wie gesagt relativ gechillt, da ihr nicht in echter Gefahr schwebt. Ihr solltet nur vorbereitet sein, wenn ihr den Krater öffnet, da ihr dann von den eingeschlossenen Truppen angegriffen werdet. Es gibt auch andere Inseln, auf denen ebenfalls Soldaten geparkt sind, aber es gibt keinen richtigen Grund, dorthin zu gehen. Man hätte auf dieser Karte vielleicht ein paar Dinge verstecken sollen, die erst gefunden werden müssen, bevor das Portal aktiviert werden kann. So hat man leider nur eine Mission, die sich wie freies Siedeln spielt, bis sie es nicht mehr tut. Das Finale der Trojaner-Kampagne beauftragt uns erneut damit, ein Portal zu finden, nur müssen wir diesmal tatsächlich ein bisschen was tun, um es nutzen zu können. Der erste Schritt wird es sein, einen Hauptmann zum Maya-Stützpunkt an dieser Landbrücke zu bringen, danach erhalten wir weitere Anweisungen. Im Süden der Karte gibt es auch eine feindliche Römer-Siedlung, mit der wir aber nicht direkt interagieren werden. Viel wichtiger ist das Portal direkt westlich der Landbrücke, welches uns in einen Krater voller Goldbarren bringt. Der Weg raus wird dann auch direkt freigeschmolzen, was später noch sehr wichtig wird. Der Berg in unserer Siedlung enthält Kohle, Eisen und Spuren von Stein. Diese Rohstoffe sowie etwas Schwefel lassen sich auch im zweiten Berg im Westen der Halbinsel finden, wir werden sie aber nicht benötigen. Euer Ziel ist es zunächst, einen Hauptmann und zwei weitere Soldaten zu rekrutieren sowie zwei Fähren zu bauen. Das Gold für den Hauptmann haben wir schon und auch die nötige Nahrung für die Minen, viele Gebäude müssen also nicht gebaut werden. Bringt mit den Fähren je 10 Soldaten zu den beiden kleinen Inseln in der Nähe der Landbrücke. Gleichzeitig solltet ihr schon mal 12 Diebe zum Goldkrater bringen. Ich rate aber davon ab, den Hauptmann zu früh zu den Mayas zu schicken, da dies einen Angriff der Römer auf sie auslöst. Wartet damit, bis ihr bereit seid. Ihr haltet dann die Aufgabe, je 10 Soldaten auf die vorhin genannten Inseln zu bringen. Sobald ihr das schafft, erhaltet ihr eine zweite Siedlung im Zentrum der Karte. Bringt mit den Dieben mindestens 12 Goldbarren dorthin, denn in jedem der 12 Kreise muss ein Ziehobjekt. Am besten ist die Vase geeignet, da sie am günstigsten ist. Bringt auch schon mal euren Hauptmann mit der dritten Fähre, die ihr erhalten habt, in diese neue Siedlung. Sobald die 12 Vasen fertig sind, erscheint das letzte Portal an dem Ort, wo der zerstörte Wagen liegt. Ihr müsst dann nur noch den Hauptmann dorthin bringen. Ich weiß nicht, was dieser Mission konkret fehlt, aber leider ist sie kein guter Abschluss für die Kampagne. Zum einen haben wir die offensichtliche Doppelung mit der vorherigen Mission, dann haben wir die Tatsache, dass unsere Verbündeten abgemetzelt werden, nachdem sie ihren Zweck erfüllt haben, was sich für mich nicht gerade wie ein Sieg anfühlt, und zu guter Letzt sehen wir nicht mal, wohin es die Trojaner am Ende verschlägt. Die ganze Kampagne hat auch einen ungünstigen Trend, dass es sich nie wirklich lohnt, eine vollständige Siedlung zu errichten. Dieses Finale hätte genau das sein können. Das neue Zuhause der Trojaner, das es aufzubauen und zu verteidigen gilt, weil die Trojaner nicht mehr bereit sind, wegzulaufen.